Herzlich willkommen, liebe Leute, zum neuen Part von Let's Play New Super Mario Bros. U Deluxe. Wir hatten im letzten Part ja die Sandküstenwüste gemacht und hier kommen wir irgendwie an Items. Lel. Oder knallen an Gegnern. Und gegen die muss man es dann vereinfacht gesagt in einem Mini-Battle battlen. Dazu. Da haben wir jetzt leider keine Items hier, aber ganz ehrlich. Fuck, den Duty klein zu machen. Sollte hoffentlich kein so großes Problem für uns darstellen. Jo. Bevor wir jetzt ein Item bekommen, danke. Sehr sozial aus dem Fall hier von den Typen. Ja, ich hoffe, alles jetzt gut, ne? Ich habe mir überlegt, ich mache aus diesem LP so ein Themen-LP übrigens, wo es so die so verschiedene Themen einfach mal anrede von so Stuff. Was ist halt für sinnvoll halt, wenn man mal darüber redet, so im Prinzip hat jemand Donkey Kong LP. Genau, das hat immer mal wieder so Themen habt. Nicht alle Parte werden Themen explizit sein, aber einige werden es halt. Mal sehen, wie ich das dann so handhaben werde. So, hier geht es noch um das Bann. Set mehr positive Dinge als negative einsammeln sollte. Dann gibt's. Nein. Tolle Preise. Wird bis jetzt auch tatsächlich sehr knapp. Ne, ich glaube, diesmal habe ich sogar mehr positive als negative. Bin mal gespannt. Ja. Immerhin zwei. Das ist doch mal sehr toll hier. Sechs Leben. Sieben Leben. Das ist ja sehr schön. Wunderbar. Ja. Da sieht man doch mal, wie einfach es geht hier. Dann müssen wir irgendwie weiterkommen, ohne an diesen Gumpas zu kommen hier. That's not easy. Und hier haben wir schon das nächste etwas, wo wir hin müssen. Oder mal hingehen, besser gesagt, hier. Was die Babysossis haben, Appetit auf Item-Tafeln. Wenn ich pfeife, bringst du bitte von jeder Farbe ein Jossi hier rüber. Was? Mit der Kombination von Tafeln kannst du bis zu zwei Items gewinnen, aber bringe mir bitte bloß keinen Bowser mit. Ach Gott! Hätte darauf vielleicht mal aufpassen sollten, dass ich habe da nur aufgepasst gerade. Es ist gar nicht klug, dass das irgendwie vielleicht Sinn bekommt, vielleicht aber nicht Sinn bekommen. Hab irgendeinen jetzt gecrappt. Ja. Ja, moin. Das war einfach tierisches Glück. Ich habe keine Ahnung, weil er an Redut gesteckt hätte. Ja, moin. Immer noch gerne dir. Das ist mein Inventar auch im Bad voll. Das zeigt doch schon mal wieder was spiele. Hier haben wir das fünfte Level. Was haben wir hier? Ja, auf hier. Fangen wir damit nochmal an hier. Und ich hätte mir eigentlich ein Item hier reintrönen sollen. No, geht nicht mehr. Wäre vermutlich intelligent gewesen, Lel. Immer ist halt so ein Item hier, ist ja auch gut. Ich bin nicht mehr hochgesprungen, aber das wird bei mir ja nicht markiert, weshalb auch immer. Zumindest ein Item. Was ich dafür nutze, das macht mehr Sinn. Let's take. Mein Ein-Controller ist die eine Minus-Taste so verdammt eingedrückt, da kommt gar nichts, Alter. Nur, dass man irgendwie R drücken muss fürs Inventar, ist kleines dummes Kind. Nimm mal so eine Blume, Lel. Weil wenn man die schon gesenkt bekommt, dann kann man sie auch nutzen. Ne? Ich meine, differently why not. Auf diese kleinen. Ja moin. Die hat sie einfach auch normal so hart gegeben. Thank you.
Nein! Junge, wieso falle ich da runter? Es blickt halt nicht. Das sind so dumme Sachen, die dürfen mir eigentlich nicht passieren. Nächster Versuch, nehmen wir. Das war sowas hier, weil dann müssten wir da wieder das Item bekommen. Nach der Logik her. Weil dieses große macht Item bekommt man wirklich an jeder kleinsten Ecke. Ja, außer macht halt gerade so eine dumme Scheiße dann. Hey Digga, wie viel PS habe ich hier gerade? Ja, ich lieg's ja noch am. Das hat das Ding hier halbart hochrollen können. Lol, da wäre eine Coin gewesen, merke ich jetzt einfach erst. Lel. Merci beaucoup für das Item. Mal sehen, ob es irgendwie wieder lustige Items gibt hier. Lel. Ich wollte es auf den draufspringen zu vernichten. Habe ich gemacht, weil ich dumm bin. Aber vielleicht liegt es einfach zur Fahrlässigkeit. Wir haben es nämlich heute irgendwie, keine Ahnung, jetzt irgendwie 0 Uhr, was weiß ich, wie viel. Einfach, weil ich halt jetzt ein paar Partners und direkt am Lichttag aufnehme. Stichwort Pop-Produktion. Habt ihr jetzt auch gerade so ein paar. Ach, das ist dumme Hurensohn. Chlorreise Ideen, an die Express-Themen, sage ich mal, für zukünftige Partner. Also, da wird einiges Lustiges auf als zukommen. Mann, ich fall aber wirklich immer in diese Scheiße hier rein. Ich bin auch oft deswegen draufgesprungen und nicht nebendran, aber okay, Nintendo. Sei es mal drauf. So, letzter Go. So sieht's aus. Sure. Spike Sandcast. Einzel Level ja alle nicht schwer, ja. Ist ja keine Frage. So, weiter geht's. Dieser Horror hier. So, ich glaube mal ein, zwei hier. Oh, nope. Ja, was ist hier los, Alter? Schuss, ist hier viel los. Aber es ist dann abgeschlossen, immer in etwas. Puh.
Wie gesagt, für den nächsten Part überlegst du mir so coole Express-Themen, also über Themen, über die wir mal labern könnten, weil es vielleicht ganz lustig wäre, darüber zu labern. Ob einiges sind so an coolen Ideen. Die verschiedensten Themen, mal Real-Life-Stories, mal Stories über irgendwelche so Ideen von Let's Play-Projekten. Bunt gemischter Fässer. So, was haben wir uns hier? Dass wir uns hier mal. Ja, nochmal hier so eine schöne Blume krallen und damit mal in das Level hier rangehen, bevor wir den nächsten zu dem Boss machen. Das ist ja. Geht ja ganz schnell. Ich glaube, wobei wir haben da hinten Level ausgelassen. Das machen wir natürlich auch noch, weil. Ich einfach dieselbe Blume dann wieder gegeben hätte. Lassen wir die mal hier. Vielleicht brauchen wir die später mal und man kann sich eher so direkt und nicht irgendwie. Irgendwas. Oh Gott, hier kommt der Lakito mit seinen Stachis. Der wirft so hart Stachis. Shit. Vielleicht ist es jetzt, der wird Stachis werfen. Was habe ich gesagt? Genau, damit. Oh ne, der wirft Piranha-Pflanzen. Normal, Kinders. Normal ist das ja. Ich mache das Lifehack des Todes. So, Mobs, ja. Nein, ich will mir eines des behinderten Leveln einsetzen. Aber, keine Ahnung, ich habe gerade Bock hier einfach mit Mobs zu spielen. Ist halt so ein bisschen loopig, aber ich habe das Let's Play für die Noobs. Auch von dieser sei gelernt sein, wie Noob sein funktioniert. Ich kann das am besten zeigen. Ich habe halt in diesem Spiel 0 Skill. Bevor ich es Level 1000 Mal mache, mache ich es lieber damit und beende sie, weil. Keine Ahnung. Wenn hier dauernd hier so das Heiße geworfen wird, dann ist es auch nicht mehr so angenehm. Und ich bin in Sampen 2D-Sampen-Runs einfach der größte Noob vermutlich, den es gibt. Ist einfach so. Lel. Müssen wir akzeptieren. Kann man nicht irgendwie auch den Lakito treffen und dann sogar auf seiner Wolke rum? Ja, moin! Ist fahren Ziel. Joa, die ist zeitlich begrenzt. Schade eigentlich. Ich nehme jetzt die nächste. Ui, die Frage ist, wo bringt mich die Blume hin? Zu einer Starkern. Manche sind richtig easy zu bekommen. Manche so lala, manche sind aber richtig, richtig easy. Diese an hier ist ein Beispiel. Die ist auch richtig easy, wenn man ein Item hat, wenn nicht, dann so mehr. Wie es überhaupt nicht, aber so geht das voll. Also ich gebe zu, das ist ja echt der Kindergarten Easy Mode, ja wirklich. Das heißt, das haben Runs liegen wir einfach überhaupt nicht derzeit noch so mehr das. Ja. Ist ein Fakt. So, Welt. Sandkuchenbürste 5. Schau mal, was es hier hinter verbirgt. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Oh nein. Ich hasse solche Höhenlevel. Ich hasse sie so hart. Boah. Oh, deshalb hasse ich sie so hart. Thank you.
Entschuldigt, Leute, so. Nee, das Level lassen wir aus. Das ist so ätzend mit den Falldingern. Weiter geht's. So, wir haben das erste Castle, das zweite Castle hier. Ich nicht einfach da so zu springen, dass man da nicht drauf verreckt. Das ist. Ach, nee, also diese Jump'n'Runs, das ist kritisch. Kritisch. So, komm, was hören wir an? Oder komm, was hören wir? Lol. Das war gerade auch tierisches Lack. So. Ich hole mir halt den Stuff, der einfach so oder unten ein Starcorn gewesen, aber jetzt leider erst so spät. Gesehen. Ach, da geht's jetzt mal rein. Wozu ist das ein beschissenes Ding, wenn es da nicht mal reingeht? Hier muss man irgendwie sinnvoll und logisch springen. Dann hat man so als in der Welt Vorteile. Sonst nicht. Gut, sind wir zum Vollgas bis zum Mittwerfleck gekommen. Gut, gut, gut. Soweit so gut. So, und jetzt kommt der nächste Boss, aber die Bosskämpfe sind da mit den Items, wie es immer so schön ist. Total einfach. Wenn man hier jetzt nicht gerade in die Lava läuft, ist es nämlich alles nicht wirklich kompliziert. So sieht es nämlich aus. Gut, da muss man hier generell irgendwie wieder hier hochhüpfen. Das wissen wir ja alle schon. Das einzige, was mit kommuniziert hoch ist, ich jetzt, wie es hier hoch noch geht, eigentlich auch sogar voll. Lel. So, jetzt nochmal hier runter und hier wir are beim Boss von der zweiten Welt. Groß Alarm angesagt. Nee, ich glaube den. Ich habe keine Ahnung, gegen wen wir jetzt kämpfen müssen. Hab da nicht so aufgepasst, wenn die gezeigt haben, wer es bei wer der Burg zuständig ist am Intro. Aber wir werden es vermutlich gleich sehen. Um wen es heute gehen wird. Komm schon. Das schaffst du. Ah, der gute Dude. Okay, da kann man runterfallen. Joa, der Boss ist halt so eine ganz andere Liga. Das muss man tatsächlich ein bisschen springen, sonst fällt man nämlich runter. Hat er mich jetzt nicht mehr, also ich hab ihn. Das
erst aufpassen, dass ich selbst am Ende nicht irgendwie ins Kosovo falle. Wäre nämlich höchst unnötig. Aber echt weg, ne? Wunderbar. Ja, ist ja mit dem Item auch nichts mehr wunderbar. Ist ehrlich gesagt keine große Leistung. Ich gib's dazu. Weil ich hatte Babymutter, ganz ehrlich. Wenn man's levelt, ist es auch einfacher, weil ich mich da wie so ein Baby anstelle. Ist ja kein Geheimnis. So. Und ich werde eh nochmal irgendwann so ein gescheites Reload drüber machen. Das presse alles. So, wie gesagt, ab nächsten Part gibt's coole Themen dazu, über die wir auch ein bisschen so labern. Werde ich mir was ausdenken. Weil ich einfach nur die ersten vier Parte jetzt direkt am Release-Datum aufnehme und den Rest halt so am Tag danach und so weiter. Bis ich es mit Themen überlegt habe. Jetzt haben wir die Wahl zwischen Minzmeer und Eiswürfel. Machen wir zuerst das Eisdrinks, das passt damit richtig schön. So ein schönes Thema, was ich im nächsten Part anpressen kann, weil ich mag eh die Weihnachtsfeld. So. Und mit dem tollen Blicken hier und der Übersicht auf das, was uns in den nächsten, vermutlich so ungefähr zwei Parten erwarten wird, aushält, bedanke ich mich herzlich beim Zuschauen von dem Part von New Super Mario Bros. Deluxe. Im nächsten geht weiter. Macht's gut, bis dahin und ciao!